der Zweite Weltkrieg nicht beendet. Alle im Zweiten Weltkrieg auf deutscher Seite kämpfenden Staaten erhielten verhältnismäßig kurz nach Einstellung der Kampfhandlungen von den Alliierten, die sich ab 1945 als Siegermächte bezeichnen, ihren Friedensvertrag. Italien, Ungarn, Rumänien, Bulgarien und Finnland am 10.02.1947 in Paris, die Pariser Verträge. Japan, das noch 4 Monate länger als Deutschland den Kampf fortsetzte, erhielt am 8.09.1951 von den USA und weiteren 48 alliierten Staaten in San Francisco seinen Friedensvertrag und die UdSSR sah ihrerseits den Kriegszustand mit Japan ab dem 19.10.1956 als beendet an. Ganz außergewöhnlich ist der Schwebezustand mit Deutschland. Denn bis heute, 40 Jahre nach Beendigung der eigentlichen Kampfhandlungen, hält der Kriegszustand mit Reichsdeutschland an. Seither herrscht lediglich Waffenstillstand. Das heißt, Reichsdeutschland steht mit 51 alliierten Staaten, die sich auf der Konferenz von San Francisco vom 25.04. bis 26.06.1945 zu den Vereinten Nationen, der UNO, zusammenschlossen, nach wie vor im Kriegszustand. Aktiv kämpfend standen uns zwar nur etwa 20 Staaten gegenüber, aber dem Kriegsende zu, also dem 8. Mai 1945, erklärten, teils von den Großmächten gezwungen, teils um am großen Kuchen Deutschland teilzuhaben, die restlichen Staaten ebenfalls den Krieg an Deutschland, woraus sich die Zahl von 51 ergibt. Somit hält nur noch mit Reichsdeutschland der Zweite Weltkrieg an. Dieser seither auf deutschem Boden zwar schlummernden Situation wird auch als dem Folgenden ersichtlich. Die UNO wurde bekanntlich während des Zweiten Weltkrieges, die Gründungsvorarbeiten liefen schon seit dem 1.11.1943, als eine Allianz demokratischer Staaten einschließlich der kommunistischen gegen das Deutsche Reich und seine Verbündeten gegründet. In der Charta, also der Urkunde, dem Vertrag der Vereinten Nationen, der UNO, wurde festgelegt, dass die Staaten, welche im Zweiten Weltkrieg gegen die Alliierten standen, also die Achsenmächte, als sogenannte Feindstaaten von der UNO ausgeschlossen bleiben und sich auch nicht auf die UNO-Charta berufen dürfen. Es sind im Wesentlichen die Artikel 53 und 107, die sogenannten Feindstaatenklauseln der UNO-Charta, die jedem der alliierten Staaten Durchsetzungsmaßnahmen gegen ihre ehemaligen Feinde bis heute gestatten. Das heißt, jeder der am Krieg gegen Deutschland beteiligten Staaten kann jederzeit kriegerische Maßnahmen nach seinem Gutdünken sofort wieder aufleben lassen, ohne dadurch die UNO-Charta sowie die am 10.12.1948 erlassenen Menschenrechte der UNO zu verletzen. Das heißt, Deutschland und das deutsche Staatsvolk bleiben von den Menschenrechten ausgeschlossen aufgrund des noch nicht beendeten Kriegszustandes. Das wurde erneut sichtbar, als die von den Besatzern geschaffenen Staaten BRD und DDR am 18. September 1973 in die UNO aufgenommen wurden. Das alleine ist ein Besatzungs- und Willkürakt für sich. Vor dieser UNO-Aufnahme mussten beide Staaten den weiteren Fortbestand der Feindstaatenklauseln, also die Artikel 53 und 107, ausdrücklich und schriftlich anerkennen. Also Aufnahme in die UNO ja, aber unter sklavischen, untergeordneten Bedingungen als Besetzte, als Entrechtete. Beide von den Besatzern geschaffenen Teilstaatprovisorien mit äußerst beschränkter Souveränität stehen nunmehr auch als UNO-Mitgliedstaaten ganz offensichtlich auf der Seite der alliierten Feinde Deutschlands und so benehmen sich diese auch seit Jahrzehnten gegen das deutsche Staatsvolk. Frage uns nur keiner, welche der zugelassenen Besatzungs- und Erfüllungsparteien er denn wählen soll. In einer solchen eindeutigen Besatzungslage kann nur jener Deutsche seine Feinde wählen.
wobei man immer wieder den Eindruck hat, dass diese sich antideutsch gebärenden Parteien noch besser, noch intensiver, noch perfekter als unsere eigentlichen Feinde selbst die Hetze und Verleumdung gegen das rechtmäßige, legale Deutsche Reich, gegen jeden Deutschen betreiben, der sich das Rückgrat bewahrt hat und es wagt, auf deutschem Boden auch heute noch deutsche Interessen zu vertreten. Da die anderen Achsenmächte schon 1947 bzw. 1951 ihre Friedensverträge erhielten und auch später unter die Fittiche der UNO geschlüpft sind, allerdings ohne auf erniedrigende Weise Feindstaatenklauseln gegen sich selbst unterschreiben zu müssen, wie die BRD und die DDR, deshalb hält der Zweite Weltkrieg nur noch mit dem Deutschen Reich an. Auch die von den Siegern geschaffene Republik Österreich, die völkerrechtlich nach wie vor ein Bestandteil des Deutschen Reiches ist, wurde am 14.12.1955 in die UNO aufgenommen. Aber diese UNO-Beitritte der BRD, der DDR und der Republik Österreich sind selbstverständlich rechtswidrig und auch viele ihrer Gesetze und internationalen Verträge und Abkommen, die sie geschaffen und unterzeichnet haben, eben weil das Deutsche Reich juristisch und völkerrechtlich noch besteht und weil sich das Reich noch im Kriegszustand mit den Alliierten und den UNO-Staaten befindet. Hinzu kommt, kein auf deutscher Seite kämpfendes Land erlebte solch eine Propaganda- und Gräuelhetze wie Deutschland seit 1945. Wird nach jedem Krieg recht bald vergeben und vergessen, steigert sich gegen Reichsdeutschland der gesteuerte Weltmedienhass und die fantastischen, an den Haaren herbeigezogenen Anschuldigungen von Jahrzehnt zu Jahrzehnt und erreichten erst jüngst absolute Höhepunkte, die ihresgleichen suchen in der Weltgeschichte. Dieser extrem lang anhaltende Kriegszustand und dieser übersteigerte Hass, ausschließlich im Fall Deutschland, hat ernste und tiefliegende Gründe, die der gesamten Weltöffentlichkeit seit 4 Jahrzehnten verschwiegen werden. Die sehr schwer zu erfassende Wahrheit sei hier vorweggenommen und der Zweite Weltkrieg nicht beendet. Alle im Zweiten Weltkrieg auf deutscher Seite kämpfenden Staaten erhielten verhältnismäßig kurz nach Einstellung der Kampfhandlungen von den Alliierten, die sich ab 1945 als Siegermächte bezeichnen, ihren Friedensvertrag. Italien, Ungarn, Rumänien, Bulgarien und Finnland am 10.02.1947 in Paris, die Pariser Verträge. Japan, das noch 4 Monate länger als Deutschland den Kampf fortsetzte, erhielt am 8.09.1951 von den USA und weiteren 48 alliierten Staaten in San Francisco seinen Friedensvertrag und die UdSSR sah ihrerseits den Kriegszustand mit Japan ab dem 19.10.1956 als beendet an. Ganz außergewöhnlich ist der Schwebezustand mit Deutschland, denn bis heute, 40 Jahre nach Beendigung der eigentlichen Kampfhandlungen, hält der Kriegszustand mit Reichsdeutschland an. Seither herrscht lediglich Waffenstillstand. Das heißt, Reichsdeutschland steht mit 51 alliierten Staaten, die sich auf der Konferenz von San Francisco vom 25.04. bis 26.06.1945 zu den Vereinten Nationen der UNO zusammenschlossen, nach wie vor im Kriegszustand. Aktiv kämpfend standen uns und mehr oder weniger entstellt dargeboten, wodurch die Zusammenhänge völlig verwischen. Aus ablenkenden Gründen wurde uns von den Medien weisgemacht, diese Wunderwaffen seien nichts anderes als die V1 und die V2 gewesen. Was aber gar nicht sein konnte, denn diese Raketengeschosse waren ja schon im Einsatz, bevor man die Wunderwaffen ankündigte. Für diese Irreführung mussten die Besatzungsmedien gute Gründe haben. Weder die deutsche Generalität, da stark von Verrätern durchsetzt, noch die im Kriegseinsatz stehenden höheren Dienstgrade und schon gar nicht der an vorderster Front für sein Vaterland tapfer kämpfende deutsche Soldat haben damals Näheres, wenn überhaupt etwas von diesen geheimen Entwicklungen gewusst, eben um Verrat auszuschließen,
von denen hier nun gesprochen werden soll und, weil heute 40 Jahre später vieles bekannt geworden ist, auch ausgesprochen werden kann. Krieg ist immer ein die Aufmerksamkeit aller auf sich lenkendes spektakuläres Geschehen. Umso leichter lassen sich in solchen Zeiten abgelenkter Aufmerksamkeit langfristig angelegte geheime Projekte durchführen, zudem unter der Order der Zweite Weltkrieg nicht beendet. Alle im Zweiten Weltkrieg auf deutscher Seite kämpfenden Staaten erhielten verhältnismäßig kurz nach Einstellung der Kampfhandlungen von den Alliierten, die sich ab 1945 als Siegermächte bezeichnen, ihren Friedensvertrag. Italien, Ungarn, Rumänien, Bulgarien und Finnland am 10.02.1947 in Paris die Pariser Verträge. Japan, das noch 4 Monate länger als Deutschland den Kampf fortsetzte, erhielt am 8.09.1951 von den USA und weiteren 48 alliierten Staaten in San Francisco seinen Friedensvertrag und die UdSSR sah ihrerseits den Kriegszustand mit Japan ab dem 19.10.1956 als beendet an. Ganz außergewöhnlich ist der Schwebezustand mit Deutschland. Denn bis heute, 40 Jahre nach Beendigung der eigentlichen Kampfhandlungen, hält der Krieg nach 1945 logisch hergestellt werden. In kleinen, deutsch gebliebenen Kreisen ging nun mehr und mehr ein die Runde machendes Raunen um. Es geht noch weiter. Deutschland ist noch nicht am Ende. Auch die alliierten Feinde waren sehr schnell nach der Besetzung Deutschlands hellhörig geworden. Durch pausenlose Verhöre, zum Beispiel mit Otto Skorzeny, der immer wieder gefragt wurde, wo haben Sie Hitler versteckt? Teils mit Folter verbunden, durch ins Leben gerufene jüdisch alliierte Sonderkommissionen zur Erforschung deutscher Geheimentwicklungen und so weiter, waren auch diese noch schneller zu ernüchternden Erkenntnissen gekommen, je mehr und je länger diese sich von der Welt als Sieger feiern ließen, umso mehr erahnten und spürten sie, dass es lediglich vorweggenommene Lorbeeren waren, die ihnen letztlich vielleicht doch nicht zustanden. Immer wieder neu hinzukommende Erkenntnisse ließen die Befürchtung zur Wahrheit werden, dass eine vermutlich aus vielen hunderttausend Getreuen, nebst Frauen und Kindern bestehende deutsche Elite mit den deutschen Wunderwaffen und neuesten revolutionären Technologien in den letzten Kriegsjahren einen allerletzten Ausweg aus der immer enger werdenden Schlinge großer feindlicher Übermacht, noch begünstigt durch den deutschen Verrat, gefunden hatte, um von rechtzeitig angekauften, entlegenen, geheimen Sperrgebieten in Übersee mit teils riesigem Ausmaß einen neuen Anfang vorzubereiten. Mit dem brennenden Wunsch im Herzen, das deutsche Mutterland nicht für ewig unter der Knute des Feindes zu belassen. Nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg musste sich Deutschland klar darüber sein, dass nach einem Zweiten Weltkrieg, der uns schon lange angedroht war, sollte er abermals verloren werden, der Feind noch härtere Bandagen anlegen und uns die Ketten so schmieden würde, dass diese mit dem Versailler Vertrag nicht mehr vergleichbar sind. Und so kam es auch. Die Reparationszahlungen, die sie uns damals aufgebürdet wurden, werden heute ebenfalls noch in etwas anderer Form herausgepresst. Neu hinzu trat die totale Besetzung Deutschlands, die jede Möglichkeit einer Befreiung von innen heraus unmöglich macht und daher von vornherein auszuschließen ist. Wenn immer wieder Eiferer in der jetzigen Besatzungsära auftreten, sei es als Gruppen- oder Parteiführer, die dem Volk Glauben machen möchten, sie würden den Durchbruch, die Erneuerung und Befreiung Deutschlands von innen heraus in die Tat umsetzen, so sind es Illusionisten, die sich mit Fragen der Macht und militärischen Stärke offenbar nie beschäftigt haben.